Dürfen Frauen ohne, ich glaube, Rock beten? Dürfen Frauen ohne Rock beten? Hinsichtlich der Aura der Frau im Gebet. Und viele vermischen leider hier verschiedene Thematiken. Wenn die Frau vor fremden Männern ist, dann muss was bedeckt sein? Der Körper im Allgemeinen. Wir müssen jetzt nicht über die Meinungsverschiedenheit hinsichtlich dem Niqab sprechen, aber im Allgemeinen, wie muss der oder wann ist der Körper der Frau hinsichtlich fremden Männern bedeckt? Zum einen, wenn man die Haut nicht sieht, das heißt, wenn Stoff drüber ist und auch wenn dieser Stoff nicht eng an der Haut anliegt. Ja? Das heißt beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich möchte in Jeans rausgehen. Jeans. Also sie hat darüber nichts an. Ja? Und sie sagt, so habe ich ja meine Haut bedeckt. Weil die Haut ist bedeckt, aber die Form ist was? Sichtbar. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Hinsichtlich dem Gebet ist es aber verpflichtend, dass die Frau ihre Aura bedeckt. Aber hier reden wir dann nur von dem Bedecken hinsichtlich der Durchlässigkeit der Haut und nicht der Form. Das heißt, wenn die Frau zu Hause alleine betet, in einer Hose, dann ist das gültig. Ja? Natürlich ist es besser, wenn sie, und gottesfürchtiger, wenn sie sich so bedeckt, dass man nichts von ihrer Kontur sieht. Ja? Aber wir können nicht sagen, dass das Gebet ungültig ist. Wenn sie aber so rausgeht und vor fremde Männer geht, dann ist das was? Dann ist das verboten. Das heißt, hinsichtlich dem Rock hat diese Person ihre Antwort. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً